Hallo Leute, hier ist Lego Lukas und jetzt zu einem neuen Update-Video. Das ist jetzt Update Nummer 10. Ja, ich habe euch viele neue Sachen zu zeigen. Neue Waffen, neue Fahrzeuge und sowas. Ja, letzte Update ist jetzt ja einen Monat her. Und deswegen, ja, habe ich gedacht, machen wir wieder eins, weil ich weiß, hatte jetzt auch letztlich irgendwie keinen Bock, ein Video zu machen. Ja. Also, fangen wir mal an. Ich habe einmal dieses M1917 gebaut. Ja, ich weiß, es jetzt nicht so gut aus jetzt. Weil ich wollte mir das nicht vom Brickhams holen für 20 € oder 25 €. Ich dachte, kann man auch selbst bauen, sieht ja nicht. Es geht, wie es aussieht, ja. Dann habe ich aber Mock von 37 Kunden, das habe ich in S-Platz gemacht. Da ist der Preis vor 3 oder 2 Wochen angekommen, ja. Einmal hier der Brand Gunner. Ja. Cool, also die Brand Gun halt hier, der Bunte mit der Brand Gun. Dann hier der Russe mit der DP28, ja. Und dann hier der Russe mit den neuen Nägeln, also der russische Scharfschütze hier. Dann habe ich noch von Brickmania halt einfach zwei dieser Krankentragen nachgebaut. Total cool, sind eigentlich ganz cool. Ja, kann man für Deutsche benutzen oder für Amis oder Russen oder Briten, ja. Dann habe ich halt von Lego Guy 830 diesen Goliath nachgebaut, also dieses, sagen wir mal, ja, Sprengsatz auf Ketten, weil dieses, ja, was man in den feindlichen Gegnern und die feindliche Stellung einfahren konnte. Ja, cool eigentlich, ja. Dann habe ich auch noch hier, auch noch vom Rickmania habe ich dann abgebaut, auch hier dann den, die M1A1 75 mm Gun auf M8 Courage gemacht, ja. Kann man auch meinen Hashtag mal anhängen, zeige ich jetzt auch vielleicht im nächsten Video. Ich habe den Hashtag momentan hier, ja. Auch total gut, einfach nachgebaut, ja. Sieht's aus. Ist halt Brickmania. Habe ich auch noch hier von diesem Indiana Jones Set. Das ist nochmal gebaut, also dieses deutsche Motorrad, was ich als BMW R50 benutze. Ja. Hat jetzt hier so ein MG45 halt dran und hinten ein Ersatzrad. Sieht eigentlich total cool aus, finde ich. Das ist ein bisschen doof, das MG42 hier zu befestigen, na, sorry. Weil lässt sich das nicht so gut aussehen mit, ja. Aber es geht, ja. Dann habe ich meinen Jeep umgebaut. Der hat jetzt solche Reifen hier. Also zwei dieser Reifen, einmal diese kleineren und einmal die großen drüber. Die großen Reifen sind vom Kühlwagen, aber ich habe jetzt halt eine Lego-Bestellung aufgegeben. Die kommt dann so in 5 Tagen oder 6 Tagen so an, ja. Da habe ich mir so Reifen mal bestellt und Ketten und so andere Steine, ja. Kommt vielleicht noch ein Unboxing, guck mal gucken, ja. Dann habe ich meinen Panther umgebaut. Den habe ich nämlich jetzt mit diesen Laufrollen hier gebaut. Sieht eigentlich ganz gut aus so. Ja. Dann habe ich meinen Steward, den Turm habe ich umgebaut. So sieht der Turm jetzt aus. Ich habe ein bisschen wie bei Romanias den so gebaut, aber etwas anders, weil ich habe den von Romania auch mal nachgebaut, den Turm jetzt. Also den neueren Turm vom neuen Steward. Den gibt es ja demnächst mal. Aber das Doofe ist, wenn man die immer aufgemacht hat, Leute, ging das immer so hoch. Das habe ich jetzt umgebaut, nämlich jetzt kann man. Ach, jetzt ist die Klappe wieder drin. Also das hasse ich beim Steward. Also ich klappe immer total schnell rein. Wartet mal, erst schon für den kleinen Fail jetzt. Ach, jetzt geht der ganze Turm jetzt wieder kaputt, ey, ja. Hat der Lego Lukas nicht gut gebaut, ja. Ja, also wie man sehen kann, hier vielleicht, es ist immer noch instabil, ja. Aber wenn man das jetzt hier aufmachen will, dann geht der Stein nicht mehr so hoch, man sieht es. Weil ich jetzt einfach hier so daran befestigt habe und sowas, ja. Sieht zwar etwas klobiger aus anstatt der Original Brickmania Turm, aber ist immer noch nicht so klobig wie der alte Steward Turm. Ja. Der alte Steward Turm, wo ist die Verpackung vom Steward? Da oben auf dem Regal hier. Sieht man es ja, wie groß das ist. Und jetzt nochmal der neue Turm. Man sieht ja, der sieht irgendwie besser aus, der neue Turm als der alte. Ja. Und dann habe ich auch noch was Neues. Ich habe ihn jetzt umgebaut, wie er irgendwie besser aussieht, nämlich. Das Ding hier, man sieht schon, das ist nämlich ein Sherman. Ja, ich habe eigentlich mal einen Sherman gebaut. Das ist jetzt hier die Sherman VC Firefly-Variante. Richtig cool. Chassis, Brickmania Design, Turm. Bisschen von Rickler Jacobsen, aber den meisten eigentlich von mir. Ja, also wirklich, wirklich geil finde ich den. Ja, man sieht halt Brickmania Chassis und sowas, nur ein bisschen umgebaut. Ja, kommt demnächst noch ein Review drüber. Hat jetzt zwar die Ketten vom Stuck dran, von meinem RS im Pack 40. BZW zum RS, meinte BTW zum RSO.
Mit Pack 40 kommt demnächst noch ein, also wie gesagt, das How to Make kommt, vielleicht zu Weihnachten mal gucken, als Nikolaus mal gucken. So als kleines Geschenk für euch jetzt, ja, zu Weihnachten als Nikolaus, ja. Wenn ihr die gut findet, dann schreibt es in die Kommentare, so mache ich das auch in den nächsten Tagen, ja. Ich habe schon ein Video gemacht, aber das war jetzt irgendwie nicht so gut, ja. Der Schirm, der kommt jetzt noch ein Review zu, wenn er jetzt fertig ist, weil mir fehlen immer noch, wenn man sehen kann, sieht man noch die Teile jetzt in komplett in dunkelgrau. Und jetzt auch noch, hat jetzt auch noch kein Innenleben. Aber trotzdem sieht das Ding, finde ich, richtig gut aus. Ja. Das war's dann. Dann habe ich noch mal eine Frage. Was soll ich als nächstes bauen, Leute? Ich habe schon gedacht, Cromwell, Priest oder T34. Was meint ihr? Also entweder Cromwell, T34 oder M7 Priest. Hoffe, kennt jeder die Panzerstation. Guckt einfach bei Google einfach nach. Ja. Deswegen. Also, was soll ich bauen? Schreibt es mir dann bitte in die Kommentare demnächst, weil, ja, ich habe jetzt 200 Ketten noch bestellt, ich brauche irgendwie nur so 150. Noch ein paar Ketten übrig und vielleicht kriege ich damit noch ein kleineres Kettenfahrzeug zusammen. Dann habe ich jetzt hier auch, auf YouTube mal gehen, hier 240 Abonnenten und fast 14.000 Euro für nochmal danke dafür. Ja, meiner Denmark ist ja auch gut angekommen. Kurz mal drauf gehen. Da ja auch relativ gute positive Kritik da. Und dann habe ich auch noch hier mit Battlebrick. Vielleicht habt, also ich hoffe mal, ihr habt alle sein Video gesehen. Weil der hat ja mit mir so einen Denmark, Ostfronmock gebaut. Bei mir hier mit meinen Stränden und sowas. Ja, also guckt euch das auch mal bitte an. Das ist wirklich cool, ja. Haben wir beide halt gebaut, ja. Wir machen vielleicht demnächst auch nochmal einen Mock. Also das war's dann. Abonniert, kommentiert, liked und bis demnächst. Ich sage tschüss.